Wurde irgendwie nicht aufgenommen. Herzlich willkommen zurück. Und ich habe ja gesagt, ich mache die Stage neu. Mit Alex. Hallo. Scheiße, das war die falsche Stage. Naja, Fail beim ersten Part geht ja auch nochmal. Wie ihr schon mein Intro-Video schon gesehen habt, am 20. Ach ja, ich habe so einen Trick gehabt, der war... Gibt's eigentlich ein Video, aber okay. War es wahrscheinlich doch nicht, weil ich dadurch Geburtstag hatte. Ja, das Level hier ist ultra geil. Nee, das hatten wir ja schon mal. Ich glaube, da warst du nicht dabei, oder? Warst du dabei? Nö. Das hatten wir in der Eiswelt mal. Ich versuche alles auf sein Herz zu kriegen, auch wenn ich schon alle gesammelt habe. Vor allem die Musik ist geil. Ich kann mich halt nicht mal erinnern, das ist wieder seit langem, wo ich wieder mitmache. Ja, vor allem die Musik ist doch geil, oder? Das ist ja richtig geile Stage. Also ich mag die. Das ist meine Lieblingsstage in dieser Welt. Ding, 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 au. Autsch. Ich weiß noch immer, wo ich das erste Mal mitgemacht habe, und da habe ich die übelst und fertig gemacht. Kommst du mal? Warum? Okay, ich nehme Bottle die. Warte, ihr! Scheiße. Boah! Das fand ich dumm. Oh Mann, wir hätten doch noch zurücksegeln können. Moment. Nee, zurück geht er nicht mehr. Ich hab's schon versucht. Ich glaube, jetzt kommt was Hieses. Ja, ich wusste es. Ich mach König Klubsch. Halt, nein! Ich hab weit eingesaugt. Oh, ist doch schön. Und zum ersten Mal war die Fähigkeit nicht für ein Zauberzahnrad. Moment. Renn! Scheiße, hier muss man schnell sein. Genau dafür! Hier. Ja, hier war ich. Kann mir gemütlich Zeit lassen. Ja, übrigens, hier war ich mal so blöd und hab Stein eingesetzt. Jetzt. Ja, ich hab ihn getroffen. Sehr lustig. Ultrafähigkeit holen wir uns diesmal nicht. Moment, ich hab eine Idee. Um es spannender zu gestalten. Ich werde sie einfach mal umbringen. Nee, ich hab eine Idee. Warte, ich springe um. Dann kriegt man das so. Und jetzt? Bam. Weg. Wegen des Fernsehbuch, oder? Ja, ich hab schon. Naja. Scheiße. Okay. Sepp. Oh, den hab ich nicht gesehen. Wow. Immer noch nicht vorbei. Oh, das hier war richtig schwer. Ach ja, hast du schon mein neues Motto schon gehört? Was? Mein neues Motto? Nee. Anders gelegt durch Let's Play oder auch nicht? Genau. Ach ja, ich wollte heute einige Themen ansprechen, aber es wurde vergessen. Naja, du brauchst sowieso mehr Gesprächsstoff in den Parts. Hab ich irgendwie jetzt gemerkt. Scheiße! Haha. Okay, welches Thema wollen wir nehmen? Thema Wii U. Tja, Thema Wii U. Mir gefällt ja die Wii U wegen den zwei Bildschirmen. Das ist schon Nervenkitzel. Sag mal, das würde alles nach Nahrung benennen. Hui! Ja, das wird alles nach Essen benannt. Das brauche ich. Ah! Und auch nicht. Übrigens, diese Welt ist mega schön.
Machen wir doch noch ein Dokumentationspart. Oh, gerne. Ja. Also. Mann, die Lava sieht einfach nur so episch aus. Ich finde die Lava im Hintergrund epischer. Ich hab Mythen gemacht! Nein! Komm schon, ich kann nach Lava laufen! Hui! Dort ist auch noch ein Leben. Und vor allem, ich hatte mega wenig Leben. Schluck runter! Wow. Oh. 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 Wie blöd ist der? Moment mal, du bist weg? Keine Ahnung. Vielleicht passt sie zu berühmter 2! Naja. Wenn du die Wii U hast, dann machen wir einen wieder ein Together mit Super Mario. Also New Super Mario Bros. U. Sogar ein 3-Gather. Warum? Brauchst dafür aber 3 Siefer. Oh, in der Bänderlinie bin ich gut. Hab ich doch. Ich hab frei. Ein gegrilltes Sandwich. Wow. Lauf ich kann. Moment, lauf, Wirbel. Moment. Ich bin weg. Was hat ein Laubhügel in der Lava-Welt zu suchen? Keine Ahnung. Zum Rumlauben. Moment, weißt du, wie das hier heißt? Laubtanz. Niu. Huh. Scheiße. Zu spät. Ich glaube, ich komme noch durch. Und tschüss. Huh. Da unten eine gegrillte Keule. Meine Frage, was hat ein Eis hier zu suchen, ne? Wow! Ich hab meine Kirby-Folge mal gesehen im Nintendo-Videokanal. Ja. Vom 3DS. Hab ich auch mal getan. Ich hab sogar eine englische Folge. Wow. Das macht irgendwie keinen Sinn, wenn das dort eine Lava ist. Eigentlich müsste die eigentlich runterfliegen. Naja, tja, Nintendo-Logik. Ein HP, warte! Ein HP hast du noch gehabt, ey. Im Extra-Modus sind hier noch mehr Gegner, die es hätte wollen, dass man einen Schuss hat. Also, bitte lass das erste sein! Es ist? Yay! Das erste. Weißt du, bei My Brothers, meine Brothers, du ist es irgendwie voll easy. Übrigens, ich werde was total. Mal gucken, wie viele extra Versuche ich brauche. Ja, übrigens, ich werde was total geiles machen. Weißt du was? Zuerst ein Let's Play, dann starte ich ein Let's Replay. Und weißt du, was sein kommt? Ja, okay. Ah, das war das, was du mir mal zeigen wolltest. Ja. Weißt du, was dann kommt? Nach dem Replay? Let's Replay again. Dieser Laser hier geht nur, wenn man alle Leben hat. Das ist mir auch schon klar. Ich finde diese Boss ein bisschen schwer wegen der Kanone. Die ist vorher zwar langsam, aber warum ist es ausgerechnet der Wassergeil, woraus du. Uah! Vor allem zieht die Kanone immer so genau. Ja. Wow. Mann, Paul, wo bist du? Schmeckt lecker, sag mal. Ah. Yeah. Das wird jetzt ich machen, ne?
darf man mindestens immer nur, hier darf man mindestens einen kaputt machen, ne? Nicht mehr. Okay, den einen habe ich schon mal. Weil über einen kann man noch drüber springen. Okay. Eigentlich wird hier gesagt, man darf keinen einzigen kaputt machen, aber so kann man noch drüber springen. Und danach? Das zweite und hier drin ist ein Fernspuk. Alter. Nein! Ich wollte das. Aha. Ich wollte das hier alles wegmachen, weil da drunter sind richtig viele Sterne und auch ein extra Leben. Dann mach eben diese Düsefähigkeit eben. Ja, das wollte ich ja. Wow! Du Arschloch! Nicht so fiese Ausdrücke in den letzten. Hey, okay, sonst kommt nämlich die Gegner und du musst dieses blöden Piep-Ton einbauen. Das kann ich aber nicht. Natürlich! Du musst es dann eben in den Movie Maker eben reinschieben. Übrigens hast du gemerkt, dass dieses Let's Play bisher keine Ausrasse hatte. Das liegt daran, dass ich bisher nicht so oft gefailt habe. Weil du das im Spiel schon weißt. In- und auswendig! Ja, ich hatte es damit lange nicht mehr gespielt. Und in der neuen Arena gehe ich dann ab. Ich hoffe, du auch. Boah! Nein! Ich gehe da leider nicht ab. Dann muss ich dich leider täuschen. Scheiße! Das war knapp. Tja, eigentlich müssten sie sich eigentlich loben. Eigentlich, oh Moment, das wird schwer. Nicht! Machen, nicht! Moment, das hier ist Timing. Kommt er? Los! Und auf dem Rückflug sieht man sogar noch, was die anderen Schalter bewirkt hätten. Auf tot gemacht und auf tot gemacht. Ibai? Und das wollen wir ja nicht. Schuss. Ich weiß. Bowling! Los, Tabi! Bowling um dein Leben! Ja! Ich glaube, dieses Level schaffen wir noch. Okay, zwei Level. Ja, wir haben noch 5 Minuten und so 30 Sekunden. Bam! Mein Preis! Sterne! Bam, bam, bam. Den unteren Weg, auch wenn. Auch ein Schneeball kann man zerquetschen. Ich wurde hier übrigens sehr oft eingequetscht. Na, was meinte ich eigentlich hier? Mit sehr oft. Es war einmal. Weil ich da keine Geduld hatte. Ich wollte hier, da wollte ich unbedingt durch. Und wurde dann ungefähr so. Ta-ta-ta-ta, er wurde erwischt. Ja, also, das war ungefähr so. Jetzt kann man verstehen, was ich meinte. Oder? Ja, so ähnlich. Naja. Bloß, dass ich schon dritten eingequetscht wurde und nicht schon ersten. Okay, diesmal gehe ich hier noch rein. Nein! Boah! Los, hol dir es! Diesmal gehe ich bei ihm drin. Oben wäre zwar ein bisschen Bowling gewesen, aber egal. Ich habe keine Lust, den ganzen Part lang zu fehlen. Ah ja, wir fehlen, uns fehlen nur noch zwei, also kommt nur noch ein Transferensflug.
Ach ja. Oder die Sperrensbuchs, die dann immer nah am Ende sind, können wir es ja bei ihm dann machen. Bam! Oh, das Gesicht von Kirby unten. XD! Ich zeig jetzt nochmal diese Stage! Boah! Oh, wie das Ding zurückgeht, ey! Übrigens, je weiter man von der Wand weg ist, desto schneller wird sie. Und je näher man ist, desto langsamer. Und das hier ist eine mega fiese Stage! Kirby, bist du wahnsinnig? Ah! Ich habe mich gerade gefragt, warum Kirby nicht da hochklettert. Weil Kirby wahnsinnig ist. Ja, aber die Elektroschüsse. Wie geht's denn überhaupt deiner Katze? Keine Ahnung. Oh, ich weiß es natürlich auch nicht. Ich überlege mir doch mal, Alter. Ich glaube. Hat ja gar nicht gewusst, dass du einen Gymnastikball hast. Ja. Oh, kann man so schön hopsen. Okay, ich glaube, das mache ich das nächste Mal. Nein! Aber okay, passt. Geht doch! Weißt du, was scheiße an dieses Kirby-Spiel finde? Was denn? Als so ein Kirby Mouse Attack gab es so eine Ufo-Fähigkeit. Aber die ist nicht mehr hier. Ist denn eine Ufo? UFO. Der Kapitän, ne, man konnte sich in ein UFO verwandeln. Bis zum nächsten Mal. Ach so, das ist Kirby's Martin. Das ist doch hier Kirby's Epic Yarn. Das hast du. Nee, auch in Kirby Mouse Attack. Aber der Nachteil daran war, man konnte keine Treppen benutzen. Oder die Geistigkeit, damit konnte man Gegner kontrollieren. Ging aber erst nachdem man 100% hatte. Das hat man nie bekommen. Okay. Bis zum nächsten Part. Ja, tschüss, bis zum nächsten Part.